Ja, Freunde, damit willkommen zurück bei The Council. Vielleicht meiner letzten Aufnahmesession. Ich weiß es nicht genau, weil ich nicht weiß, was uns noch erwartet. Ich weiß nicht, wie viele Kapitel es sind. Das habe ich am Ende der letzten Folge gesagt. Wir sind bei 9. Ich glaube, es sind 12 oder 15. Ich habe natürlich jetzt auch seitdem nicht mehr überprüft. Ich hatte zwar auch irgendwie gesagt, ich wollte gucken, vielleicht bei How Long to Beat, habe ich nicht gemacht. Ist vielleicht auch ganz gut so, denke ich, weil man damit nicht unbedingt erwartet, okay, das kommt vielleicht noch und so lange, dann kann man erwarten, okay, das ist jetzt das Ende. Ich bin also weiterhin komplett blind, was den Spielverlauf und das, was eben passieren wird und kann. Dementsprechend ist das für euch auch die beste Voraussetzung, glaube ich, für mich und für euch. Genau. Ich würde sagen, wir reden gar nicht lange drumherum. Achso, doch, ganz kurzes drumherum. Ich habe ja das letzte Mal gesagt, mir ist vom Körper her nicht so gut. Heute geht's, also generell die ganze Woche geht's eigentlich. Ich bin jetzt gerade am Donnerstag. Es ist der 30.11.2023. Morgen, für euch, morgen geht diese Folge hier online. Die Woche war krass. Also generell die letzten Tage waren krass. Ich musste die Time Machine Vorbereitung absagen. Also die Time Machine absagen. Die findet jetzt nächsten Donnerstag statt. Die wollten wir eigentlich am Montag aufzeichnen, aber das Wochenende war ein bisschen zu heftig. Samstag haben wir Pen and Paper gespielt, die letzte Runde unserer Neustrelitz Downtown Wrestling. Wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr sehr gerne im Wrestling Talk Radio vorbeigucken. Ob dann, also heute ist die Folge noch nicht online, ja, aber die bisherigen 6 Folgen gibt es dort schon im Archiv. Könnt ihr gucken, gibt extra Kartenreiter im Archiv für Pen and Paper. Und das Finale kommt dann entsprechend irgendwann noch. Gibt es aber auch auf Twitch. Könnt ihr auf twitch.tv/matzoes gucken, wenn ihr da Bock drauf habt. Das ist das Staffelfinale von unserer eigenen Wrestling-Liga. Das war wahnsinnig chaotisch und anstrengend. Ich bin wirklich im Stuhl zusammengesackt, weil irgendwie alles, was passieren hätte haben können, ist auch passiert. Armer Sergej, ja, so heißt mein Charakter, Sergej Ferlitsch. Und ja, dann war die Nacht ja dann entsprechend die Survivor Series. Da ist ja so ein bisschen was passiert. Wenn ihr Wrestling begeistert seid, wisst ihr, was passiert ist. Ich werde es an der Stelle nicht sagen, weil ich nicht weiß, inwieweit das spoilerig ist. Hier ist kein Wrestling-Thema in dem Sinne, dementsprechend will ich jetzt keinem etwas vorwegnehmen, weil er hier nicht erwartet, vielleicht gespoilert zu werden und deswegen sage ich nicht, was passiert ist. Aber das hat entsprechend auch Nachhall gehabt. Da ging es mir aber körperlich schon schlecht, also in der Nacht schon von Samstag auf Sonntag, da habe ich dann nochmal richtig durchgehangen mit Übelkeit und Schmerzen und was weiß ich. Dementsprechend habe ich Sonntag fast nur rumgelegen und deswegen ist auch Montag dann die Aufnahme für die Time Machine ausgefallen. Wir sprechen übrigens über WrestleMania 24, also 2008er Jahrgang. Dementsprechend habe ich natürlich jetzt auch von Januar bis aktuell März, bin ich das am Material aufholen, gucken, ne? Den Rest der nächsten Woche, also Montag bis Mittwoch, werde ich den zeitlichen Rest nutzen, meine Güte, um dann die letzten 3 Wochen, die da noch sind, vor WrestleMania auch noch zu gucken. Und ja, und Freitag war ja Horde, also letzten Freitag, ja, ne? Also für euch heute, letzte Woche zurück, das Pen and Paper von Gronkh und Team, das hat auch wieder wahnsinnig Laune gemacht. Ja, und dann war Dienstag der Ticketvorverkauf für den WWE Premium Live Event, Schrägstrich Pay-per-View, Schrägstrich Großveranstaltung in Deutschland zusammen mit SmackDown und nach viel Trara und viel Nerven, die das gekostet hat, weil die Seite mir um 10:14 Uhr schon ausverkauft gemeldet hat und ich einen Schreikrampf bekommen habe, weil ich gedacht habe, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das werde ich alles im Wrestling Talk Radio noch mal ein bisschen ausführlicher besprechen als hier. Aber zum Glück haben wir Tickets, also Tobi und ich 2 Tickets. Wir sind dabei bei beiden Events, bei SmackDown und beim Bash. Das ist ziemlich geil, das zu realisieren, dass man mit dabei ist. Weil ich kann jetzt halt sagen, ich war 92 auf diesem Testgelände sozusagen, auf der Tour, wo die WWE Deutschland als Markt getestet hat. Da war ich mit dabei in Berlin. Zwar nicht bei dem Event, der auf VHS veröffentlicht wurde, aber eben auf diesem Test-Event sozusagen, auf dieser Tour. Dann war ich 97 bei dem Raw in Berlin mit dabei und werde jetzt bei SmackDown und dem Pay-Per-View-Premium-Live-Event mit dabei sein. Und das zu realisieren, ist alles ziemlich, ziemlich cool. Also es ist nicht nur so gesagt, ich bin lange Wrestling-Fan und man geht ja dieser Leidenschaft schon lange nach. Es gab zwischendurch keinen einzigen Tag, wo ich nicht Wrestling-Fan oder Wrestling-Enthusiast war. Und deswegen ist das alles noch umso bedeutender, dass man das geschafft hat, dabei zu sein. Da freue ich mich riesig drauf. Das nächste Jahr wird ohnehin für mich persönlich, also nicht nur ausgelöst durch das WWE-Ding, sondern weil ich einfach mal wieder ein bisschen Bock hatte, ein bisschen umherzureisen. Wenn alles gut geht, werde ich nächstes Jahr relativ viele Tourstops machen. Januar ein, Februar ein, August eben fast eine ganze Woche in Berlin. Und dann im Oktober fast eine ganze Woche in Hannover. Also das alles zusammen sind dann mehr Events, die ich gucke,
in einem Jahr, also in 2024, als ich die letzten 6 Jahre zusammen gemacht habe. Also von 2015 bis 2018 bis 2023. Ja, Ende 2017 oder generell das Jahr 2017 habe ich noch relativ viel mitgenommen, aber seit 2018 habe ich so gut wie gar nichts mehr geguckt. Live, ja, zumindest. Dann kam Corona dazu, ihr wisst es ja alles. Ne? Dann gab es Widrigkeiten und dann gab es kein Geld, dann hatte ich keinen Bock. Und was weiß ich, das, ne? Und jetzt, das nächste Jahr wird, wenn alles klappt, ein richtig geiles Wrestling-Jahr. Ja, also nicht nur wegen dem WWE-Event in Deutschland, sondern einfach, weil ich wieder mehr unterwegs sein werde. Wenn der Körper mitspielt, ja, das ist ja immer so eine Sache. Gut, das also drumherum, das um dieses, was ist seit der letzten Aufnahmesession eigentlich passiert, so im, Anführungsstrichen, realen Leben, ja. Körperlich, wie gesagt, geht's mir okay. Ich habe tierische Kopfschmerzen. Aber das habe ich in letzter Zeit irgendwie fast jeden Tag. Das soll jetzt kein irgendwie Kriterium sein. Ich hoffe, es reicht aus, dass ich mich gut genug konzentrieren kann, wenn hier irgendwelche Rätsel kommen. Aber ich werde das schon irgendwie hinbekommen, denke ich. Ja, bisher haben wir das ja auch ohne Hilfe hinbekommen. Also ein Rätsel musste ich, glaube ich, nachlesen. Und da hat mir die Hilfe nicht mal was gebracht, weil ich das nicht verstanden habe, was die Hilfe mir gesagt hat. Das war doch durchaus probiert. Und die anderen beiden Rätsel haben wir auch ein bisschen mit Zeitverschiebung, ihr wisst, was ich meine. Hat ein bisschen gedauert, aber wir haben es hinbekommen. Und deswegen würde ich sagen, lasst uns reinstarten. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel nach wie vor. Ich habe genug gebrabbelt. Lasst uns sehen, wie es weitergeht. Von Angesicht zu Angesicht. Wir haben am Ende des letzten Kapitels, also wir haben ja reingeguckt, damit das speichert, ne? Wir haben jetzt ein One-on-One mit Lord Mortimer. Und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt weitergehen wird. Wir wissen, dass Peru tot ist, hat sich das Leben genommen. Und jetzt kommt, ja, jetzt geht's weiter. Mal sehen. Ich bin jetzt nicht im Bilde genau mehr, es ist auch schon ein bisschen her, dass ich aufgenommen habe, was mich jetzt erwarten könnte. Ich weiß, dass die Mutter uns, ich fasse doch noch kurz zusammen. Ich weiß, dass die Mutter uns gebeten hat, das Ganze von innen heraus so ein bisschen aufzumischen, für Probleme zu sorgen. Es gibt zwei Parteien, Pro und Contra. Dieses mit Louisiana, dass man das an die Spanier gibt und dann die Franzosen das bekommen im Nachhinein und so weiter und so fort. Da gibt es eine Partei, die pro dieser Sache ist und contra dieser Sache ist. Und wir sind auf der Seite von Lord Mortimer und von George Washington, die pro dieser Sache sind. Auf der Gegenseite sind unter anderem Emily und der verrückt aussehende Lord. Ja? Gut. Ich würde sagen, wir gucken rein. Ah ja, und wir haben Manuel Godoy beim letzten Mal noch überzeugt, auf unsere Seite zu gehen. Genau. Das ist ungefähr der Stand. Let's go. So, da steht er. Das war mein... Er hat wirklich genau da gespeichert. Das ist ja witzig. Ich habe noch gesagt, das wäre ein cooler Screenshot, ne? Vielleicht ist das einfach jetzt der Screenshot, den wir für diese Ausgabe nutzen. Ich hatte ja für die letzte Ausgabe schon einen, weil ich mir gedacht hatte, ich muss irgendwas mit dem Todesfall da machen, ne? Gut. Vielleicht entscheide ich mich, das hier zu nutzen. Vielleicht kommt noch was Schöneres in der nächsten halben Stunde. Wir werden es sehen. Also, was haben sie? Kann ich mich hier umgucken? Kann ich hier Zeugs machen? Ja, aber hier war ich auch schon. Ne? Ich meine, was soll hier jetzt sich geändert haben? Ne? Das ist nichts Neues. Vögelchen. Das Dings habe ich aufgemacht. Das Buch hat nichts weiter mehr. Nee, eigentlich ist hier nichts weiter. Let's go. I wanted to see you to apologize for. Ja, zu Recht. I am absolutely bowled over by what has just happened. Who would have thought that Monsieur Peru would have taken his own life like that? Ich. Lügen, ich konnte nichts tun? Hä, wieso lügen? Das war zu erwarten. Das war zu erwarten. Soll ich das nehmen? Weil es war halt wirklich zu erwarten. Also aus meiner Sicht war es ja zu erwarten. Warum zuckt er so rum? Was ist mit dir? Geht's dir gut? Was will Waldo? Ha. Ja, ich nehme mal das. Das war zu erwarten, das ist irgendwie witzig. Also Lügen ist Quatsch. Ich konnte nichts tun. Was will das Spiel mir damit sagen? Warum zuckt er so rum? Was ist mit. Das ist doch ein Bug, oder? Was ist denn mit ihm? Okay. Ich muss hier schnell aus der Dings raus, nicht, dass das Spiel noch abstürzt. Weil sowas ist immer nicht so gut. Das ist ein Time Traveler. Zack, zack, zack. Er wartet darauf, dass ich antworte. Oh, there were a few warning signs. From having talked to him, I knew he was desperate, without guidance, disappointed with his life. Oh, really? Ja. What did he tell you? Er hat sich von seiner Tochter verabschiedet. Oh Gott, der backt weiter rum. Er hat mich vor Mortimer gewarnt. Ja, er hat mich vor Mortimer gewarnt. Das sage ich Mortimer ins Gesicht. Dass er mich in einen Test unterzieht. Er hat sich von seiner Tochter verabschiedet. Well, I had surprised him writing a goodbye letter to his daughter.
Peru had a daughter? You didn't know? No, no, not at all. Hätte ich das sagen müssen? Dürfen? His intention was to send her to an orphanage. On that note, my lord, I'll be leaving you. Have we covered everything? Absolutely. Jetzt hab ich... Louis. Oh, noch was, one natürlich. More thing, please. Mm, war ja klar. I wanted to thank you for your support during the conference. Mm-hmm. You've made the right choice, and it gives me tremendous satisfaction to have you with me on this project. Ja, das ist es wert. What is at stake is worth it, my lord. Now, I won't hide from you the fact that I have no idea by what miracle we could ever get a unanimous vote. Trust me, Louis. We still have a few more cards to play. You'll see. Anything can happen in politics. I'll see you later, my lord. Hm. Kehre zurück auf dein Zimmer. Mal gucken, was jetzt passiert. Jetzt kann ja eigentlich an allen Ecken und Enden irgendwas passieren. Wir werden angesprochen, wir werden beschuldigt, wir hätten das lesen können, wir hätten was helfen können. Irgendwer hat uns gesehen bei Peru. Das kann ja jetzt alles passieren, ne? Mal gucken. So, wieder die Entscheidung. Gehe ich links rum oder gehe ich rechts? Ich gehe mal rechts rum. Weil da ist das Zimmer von dem. Oh. Impossible to tell with you people. Yes. Your guess is not sufficient. Tell the others for crying out loud. Remember to close my window once you've done my room. This isn't Corsica, you know. I'm freezing. Corsa. I'll see to it straight away. Good. Proceed. Yes, sir. Geht er jetzt weg? Ich bin nicht da. Was guckst du hier so her? Ich bin gar nicht hier. Okay, ich komme. Lalala, ich bin ganz zufällig hier. Ach Mensch, Napoleon, du auch hier. Alte Sause. Mensch, das ist ja ein Zufall. Guck mal. Hast du den Diener irgendwie belagert gerade? Ich hab doch was gehört. Monsieur Bonaparte. Yes, Louis, what do you want? Let's get to the point. I have to study our different possibilities for turning the vote in our favor. Ja. We just lost the vote for the next conference. And we already had fewer votes than Holm. I ja. must absolutely Konferenz. Find a solution. Zur Konferenz. Zur Hölle mit der Konferenz. Yes, yes indeed. But I believe if Lord Mortimer is still confident, it's because he still has a few cards up his sleeve. I hope so. I sincerely hope so. Unfortunately, that vote of Godoy you acquired is probably not going to suffice. Well, it's still more than what you've done, isn't it? I see you have a short fuse, monsieur. As someone who just started a war with Spain, if I were you, I wouldn't get on my high horse so quickly. In short, we haven't a minute to lose. I'll leave you now. Just a minute. Hat er mir gerade gedroht? Von wegen, er hat gerade einen Krieg mit Spanien angefangen. Man sollte nicht auf seiner schlechten Seite. Hat er mir gerade gedroht? Hat. Kann ja nicht wahr sein. Was hatte Emily am Abend der Konferenz vor? Mit ihm über Emily sprechen? Was hat Emily am Abend der Konferenz vorgeschlagen? What did Duchess Hillsborough propose last night? Oh, nothing worth worrying about. Was? The pretty little pudding eater found no better tactic than to threaten me. She would have been better off sliding into my bed. At least we wouldn't have wasted part of the night talking for nothing. Hm. Sie hat ihm gedroht? Der Schweinhund soll den Mund halten. Haha, geil. Nein, ich bin ja auf seiner Seite. Das finde ich aber gut. Der Schweinhund soll den Mund halten. Obwohl, eigentlich ist das ja... Ah, das ist eigentlich doch ganz gut, oder? Ach doch, komm, wir machen das. Wir steering den Pott. Weil ich weiß genau, in den Kommentaren würde jetzt auftauchen, hä, nimm das gefälligst so und, ne, warum hast du das nicht genommen? Doch komm, ich nehme das jetzt. Shut up. I will not hesitate to make you eat your words. Louis, you really must learn to conceal your weaknesses better. If you don't want your foes to use them against you. In our profession, it's dangerous to show any vulnerability. Anyway, don't worry about last night. The discussion between the Duchess and myself was innocent and conducted with only the most honorable intentions. Now, Louis, time is running short, and as I said, I'm in a hurry. I have to go now. I will see you later. Yeah.
Ich musste das nehmen. Das ist einfach eine lustige Antwort gewesen. Es war zu erwarten, dass genau das passiert, dass er das dann entsprechend, dass er jetzt genauso wie wir ja auch dann Schwächen von den Leuten erfahren durch die Reaktion auf das, was wir auswählen, hat er natürlich jetzt genau dasselbe. Ja. Das Manuel de Godoy's Zimmer? Nee. Ach, das, genau, das Perus Zimmer. Okay, mal gucken, was wir haben. I am sorry, sir, but you are unable to access Monsieur Perus' room while we gather his personal effects. Ach so. Na dann. Eben nicht. Das ist Napoleons Zimmer, ne? Genau. Das ist immer jedes Mal wieder, wenn ich jetzt so ein paar Pause mache von mindestens einer Woche oder sowas, dann ist es erstmal wieder orientieren, ne? Das ist... Ah, genau. Aber das wäre eigentlich ganz interessant jetzt. Let's go. No answer. Nothing. Emily? Emily, are you there? Mach die andere auf, wa? Emily! Yes. Louis, is that you? Yeah. Yes, let me in. I'm sorry, Louis. I don't feel very well. I'll see you later. Are you sure everything's all right? Are you still there? Interessant. Das war bestimmt nicht Emily, das war die... Ich komme hier nicht raus. Okay, jetzt. Das war bestimmt die Schwester, oder? Soll ich einfach reingehen? Nicht weiter nachfragen. Weiter insistieren. Dasselbe nochmal, oder? Emily? Emily, are you there? Passiert nichts mehr, ne? Emily! Yes. Ah, okay, Louis, dasselbe nochmal, okay. Let me in. I'm sorry, Louis. I don't feel very well. I'll see you later. Are you sure everything's all right? Are you still there? Hm. Will ich jetzt auf den Balkon und reingucken, wer da drin ist? Also meine Vermutung ist, das sind jetzt die Zwillinge. Also entweder ist es genau die andere, also nicht Emily. Oder sind beide gerade drin und die unterhalten sich. Und das muss ich rausfinden. Warte mal, nee, von dem Zimmer aus ist es Quatsch. Ich muss irgendwie... Schon von meinem Zimmer aus, oder? Dann einfach reingucken. Oder? Geht das? Hier ist nichts weiter. Ich kann an meinem Zimmer vorbeigelaufen. Nee, ich nicht. Das ist George Washington. Da sitzt jemand, mit dem reden wir jetzt. Warum bist du nicht in deinem Zimmer? Okay, ich überzeug dich, auf unsere Seite zu kommen. Guten Tag. Your Eminence. Ah, Louis. What a disturbing turn of events. What just happened is terrible. Who could have guessed that Monsieur Peru was in such a bad way? No one, Your Eminence. No one. It's not going to help matters for Mortimer. Now he has one less vote for the conference. Dieser Miskell hat seine Interessen nicht aus den Augen verloren. Die ganze Sache scheint ihn nicht sonderlich zu berühren. In der Tat, ein schwerer Schlag für Mortimer. What do you expect? Mortimer has chosen his supporters. Maybe he should have chosen more carefully. I hope that Monsieur Peru's act will help you reconsider your choice, Louis. Nö. Sincerely. Glaube ich. See where his support for Lord Mortimer got him. Ihn wegen Godoy verhören, ihn vor Godoy warnen, nichts sagen. Sieh nur, was ihm seine Unterstützung für Lord Mortimer eingebracht hat. Erhöhen finde ich nicht gut. Ich sag mal lieber nichts. And what will your mother say, when she finds out that you have triggered a war with your amateur diplomacy? This cannot be serious, really. Thank you for your advice, Your Eminence. Think nothing of it, Louis. See you later. Okay. Ich denke, das war schon richtig so. Der ist ja schon enttäuscht von uns. Wir müssen das nicht weiter vorantreiben in dem Sinne. Wahrscheinlich wartet die Mutter jetzt in unserem Zimmer, oder? Hä? Bin doch einmal rumgelaufen. Warte mal. Ich bin doch vorbeigelaufen an unserem Zimmer. Ja, aber...
Manno! Hä? Ich hab Orientierung gerade. Wie eine Nacktschnecke. Ich verliert ihr Haus auch immer. So, das ist. Aber das ist doch George Washington, oder? Ja. So, dann war es doch eigentlich bloß immer um die Ecke rum und dann. Oder? Ich bin gerade echt ein bisschen über. Das. Ganz klar, die haben das Gebäude verändert. Also, das Gebäude ist nicht mehr dasselbe. Da ist es. Da bin ich dran vorbeigelaufen vorhin. Komme ich da jetzt rein? Nee. Na gut. Da bin ich dran vorbeigelaufen gerade. Aber ist nicht so schlimm. So, ist Mutter jetzt hier oder nicht? Next time, I'll listen to my mother. Not a day has gone by without something happening to me. Ich möchte gerne auf dem. What now? Okay, es passiert mehr, als ich gerade verarbeite. Ich hätte gerne auf den Balkon geguckt, um mir das Zimmer. Open up, please. Coming, Mr. President, I'm coming. Ja. Was will er jetzt? Louis. Hallo. Ah, oh, there you are at last. Yes, I. I just saw your mother. Was? She was accompanied by Emily, and was? They both went into the Duchess's room. Was? I tried to join them, but I was refused entry. Louis, this does not bode well. Oh, shit. Emily might want to avenge her sister. I must act quickly. You're right, Mr. President. Thank you. Okay. Aber ist es dann nicht doch sinnvoller, von meinem Zimmer aus da reinzu... Verstehe ich jetzt nicht. Lass ich einfach den... Jetzt ist der in meinem Zimmer. Louis, du Dumpfbacke. Du hast gerade den Präsidenten in deiner Suite gelassen. Der kann sich da jetzt umgucken und genau das Gleiche machen, was du gemacht hast. Warte mal. Ah, hier war ich aber schon drin, ne? Hier habe ich ja alles rausgefunden. Oder? Was fehlt? Welches Zimmer fehlt mir denn noch? Hier fehlt mir auf jeden Fall noch. Diese beiden Zimmer fehlen mir noch. Ja, hier unten auch nochmal die Ecke. Ich sehe noch nicht mal, was das für ein Zimmer ist. Ich muss das nochmal probieren. Warte mal. Er ist weg, okay. Das ist doch von dem Spanier das Zimmer, ne? Das hier. An der Ecke. Oh, da komme ich nicht rein, oder was? Nee. Ach, das ist von dem... Ach so. Stimmt. Scheiße, das wäre dann wahrscheinlich eben die Möglichkeit gewesen, als der im Flur saß. Ah, verdammt. Jetzt bin ich so zielgerichtet zu meinem Zimmer gelaufen. Ich glaube, ich habe das gerade verpasst, in das Zimmer von dem Kardinal zu gehen. Ah, schade. Na gut, lässt sich nicht ändern. So, warum war der hier gerade? Warum hat er hier gesessen? Vor dem Zimmer von, genau, von Emily. Ne, nicht von Emily, von Elizabeth. Aber hier hat sich nichts geändert, also muss ich eigentlich auch nicht gucken, ne? Hier können wir bloß wieder die Briefe lesen, die wir ohnehin schon mehrfach gelesen haben. Dementsprechend ist das nicht unser Ziel gerade. Finde Emily. Ist die Aufgabe. Ich mach das einfach wie Sergei letztes Mal während des Pen and Papers. Ich rufe einfach ganz laut ihren Namen. Da kann ich rein. Aber da war ich schon drin. Da kann mir jetzt eigentlich nichts passieren, oder? What do you want from me, Dorisha? Oh, hallo. Get on with it. I'm busy. Schmitz, der ist ja da. I wanted to speak to you about the conference. Listen, you chose your side. You had every possible reason to make the right choice, but you preferred to commit yourself to Mortimer. Good luck, because it's a lost battle. The subject is closed. Anything else? Habe ich ein Druckmittel? As I was passing by your room, I wondered if you'd made any progress with your search for the Al-Azif. Do you remember our little discussion last time, Dorisha? Nee. Indeed, I do. So, please go straight to hell and stop wasting my time. Yeah. Excuse me. This is the wrong room. Schade, ich wollte jetzt eigentlich von dem Raum in das Zimmer von Emily. Das hat richtig gut geklappt. Alles wie geplant.
Okay. Die Frage ist, wenn sie nicht in ihrem Zimmer ist, wo ist sie? Hallo? Das ist Napoleon, ne? Komme ich von Napoleons Zimmer aus? Das könnte sogar klappen, ne? Let's try that again. Hier, kloppi, kloppi. Oh. I do believe that's Emily's voice. I can't understand what she's saying. Ja, komm. Renn in Napoleons Zimmer. Über den Balkon. Und tada. So, der ist hoffentlich nicht da. Wir haben doch alle schon gemacht. Ach, guck mal, der Plan klappt sogar. I have to get inside Emily's room through the... Shit! Was? Abgeschlossen? Ah, stimmt, der hat ja gesagt, er will... Oh nein, er hat ja gesagt, er will ab... Er muss abgeschlossen. Oh, Mann, oh. Nee, muss ich, das muss ich lautlos machen. Er hat ja gesagt, er möchte abgeschlossen haben, weil ihm kalt ist. Oh, scheiße. Schläft er? Die Tür ist sonst... Er schläft, oder? Damn it. It's closed. Seems like the key is still in the lock on the other side. That means I won't be able to pick it. Or I could do as I did the last time in the tower room. Mit dem Magneten. I wonder if I can get the key by pushing something underneath and making it fall. Not a very complex lock. I'm sure I can force it if I can just find something to smash it with. Okay. Aber ist auf der anderen Seite dann der Balkon auf? Ich brauche irgendwie einen Zettel oder sowas. Hier war noch ein Zettel drin. Okay, das ist jetzt... Schade. Das wäre jetzt die Variante gewesen. Da lag ja ein Zettel. My dearest son. Kennen wir schon. Kann ich auch nicht nehmen. Oder? A map. This should do the trick. Ah, guck mal. Es ist nicht der Zettel, der da lag, sondern so, das schiebe ich jetzt da drunter. Perfect. So. This card should do the trick. Das schon mal gut. Toll, jetzt hat er die ganze Karte durchgeschoben. Das ist ja super. Ich hatte die ganze Karte auf der anderen Seite der Tür und jetzt mache ich da den Schlüssel drauf und die Karte ist mit... Also der Schlüssel liegt auf der Karte, auf dem anderen... Ich komme da trotzdem nicht dran. So ein cleverer Dude. Nee, aber es wird wahrscheinlich trotzdem klappen, ne? Slowly, Louis. Nice and slow. Und jetzt kann das einfach knacken. Louis, du bist so eine Wurst. Warum hat das vorher Punkte gekostet? Jetzt, wo der Schlüssel nicht drin ist, hat das keine Punkte gekostet. Obwohl es beides mal eine 3 waren. Das ist ja jetzt irgendwie bekloppt. Okay, ist hier auf? Darum ging es ja. Okay, cool. Hat sich gelohnt. Eigenschaft vorsichtig. Okay, ich gehe mal ganz kurz nochmal ans andere Ende. Hier war das Zimmer von dem Peru, ne? Das brauche ich jetzt aber auch nicht mehr. Das ist jetzt nicht so wichtig. So, wir wollen... Ach doch, warte mal, wir wollen schon da hin, oder? Ne, wir wollen hier hin, ne? Ich glaube, wir wollen hier hin. Mal gucken. Ja, wollen wir. It's as if there are several people inside. Once again, you're the one who's the victim in all this. What are you now? I should never have told you what happened to me. That's how it works, and you know it full well. A letter from that William Pitt the Younger, addressed to Emily. Stop. He's the present Prime Minister of the United Kingdom. Emily has indeed some powerful backers. Madam,
thank you for consoling the Queen. The King's situation is worsening, but I wager he'll recover from this present fit. Next time you speak with Her Majesty the Queen, would you please be so kind as to ask her to look into my petition to raise taxes with the King? I will personally see to it that our nation will recover from this impasse. But King George's mental situation is slowing down our decision-taking. Thank you in advance for all your help. William Pitt, Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain. Okay. Ja, für die Folge ist es das gewesen. Ich werde gleich da reingehen. Für euch in der nächsten Folge, in 2 Tagen hier auf YouTube, aber für mich gleich. Ich hoffe, ihr seid gespannt, was wir jetzt gleich rausfinden. Ob Muttern da ist, sind beide da? Also sind Emily und ihre Schwester da, sind die Zwillinge zusammen? Dann werden endlich alle Charaktere auch wirklich zusammen in dem Haus, was wir ja bisher noch nicht hatten, die Situation. Wir finden es zusammen raus in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis in 2 Tagen. Ciao und tschüss.